Hey Leute, und willkommen zurück zu Destiny 2. Im letzten Part haben wir die Mission, die Kommunion gemacht, wo wir auf Europa in einem Pyramidenschiff drin waren. Und wir machen heute die Story-Kampagne von dem DLC Hexenkönigin weiter. Aber bevor wir das machen, fliegen wir auf den Turm, denn die Hüterspiele gehen jetzt noch 2 Tage. Stand 23. Mai 2022. Und da sehen wir Hüterspiele, sprich mit Zavala über die Schlussfeier. Da bekommen wir eine Goldmedaille und verdiene heute extra Lorbeeren in saisonalen oder Thronweltaktivitäten. Das können wir nutzen, um endlich das Maschinengewehr hier freizuschalten, was man nur bei den Hüterspielen erhalten kann. Da muss ich noch 54 Feinde killen und das kann man nur machen bei der täglichen Fokus-Playlist, das heißt tägliche Fokussierung, heute Drohnenwelt-Aktivitäten und die saisonalen Quest-Dinger halt. Ja, ich hoffe, das zählt auch, wenn wir den DLC weitermachen und ja. Gut, dann wollen wir mal zu Zavala gehen und an der Schlussfeier teilnehmen. Hüterspiele, herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung bei den diesjährigen Hüterspielen. Du sollst stolz auf deine Leistung sein, unabhängig vom Ergebnis. Es ist an der Zeit, alle unsere Klassen zu ehren und ihre Erfolge zu feiern. Besuche das Podium, um die Ergebnisse des diesjährigen Wettbewerbs zu sehen, Commander Zavala. So, dann nehmen wir auch noch die Vote-Innegramme mit und alles hier. Das Innegramm nehmen wir auch mit den Verbesserungskernen. Warte mal, die Rüstung kann ich doch eigentlich auch mitnehmen, oder? Ah, nee, ist zu niedrig. Ist zu niedrig, dann interessiert es mich nicht. Gut, dann einmal hier interagieren. Der Warlock hat sowieso gewonnen. Wir bekommen den Titel. Schließen den Triumph hier ab. Der hier ist. Nimm deinen Platz ein. Dann geben wir die Medaille ab. Zack. Haben wir noch mehr? Ich glaube nicht. So, und das war's schon, was wir hier erledigen. Noch für die Hüterspiele. Heute wird anscheinend der Titan gewinnen. Aber es ist ja noch Zeit. Bis 19 Uhr, so bis 18, 19 Uhr, so 2-3 Stunden. Hast du noch was, Eva? Mal sehen, was wir tun können. Eva hat nichts mehr, okay. Wunderbar. Die ganzen Lorbeeren gebe ich hier noch aus. So, nehmen das hier alles mit. Okay, dann mal los geht's hier. In die Enklave. So, da sind wir. Oh, hier unten gibt's auch irgendwas. Okay. Was gibt's denn hier? Das Brummen des Relikts weist eine eigentümliche Resonanz auf. Schlagartig wird dir klar, es bietet dir etwas an. Die Beschaffenheit dieses Ding ist unklar. Seine Funktion ist jedoch weniger rätselhaft. Es dient als eine Methode zur Quantifizierung der Resonanzelemente, die aus tiefen Pelik-Resonanzwaffen gewonnen werden. Du kannst nun die Reliktbindung nutzen. Okay, dann nehmen wir das doch mal an. Resonanzlegierungen sind erforderlich, um neue geformte Waffen herzustellen oder geformte Waffen zu upgraden. Manche Waffen erfordern besondere Arten von Resonanzlegierungen, die du durch das Zerlegen normaler Waffen erhalten kannst. Sammle weiter Resonanzlegierungen, um damit Waffen zu formen und umzuformen. Okay. Du hast deine erste Waffe geformt, das Enigma.
Wenn du das Level einer geformten Waffe weiter erhöhst, kannst du jedoch noch mehr Funktionen freischalten. So, haufenweise neue Quests. Okay, na dann gehen wir doch mal zu Ikora. Was sie denn hier so zu uns zu sagen hat? Ich hatte Zweifel, als ich dich losschickte. Aber Eris sagt, die Pyramide habe auf deine Anwesenheit reagiert. Ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denke ich. Nach deinem Besuch in der Pyramide solltest du die Erinnerung in Sagiras Hülle nun vollständig freilegen können. Dass dies nicht gelingt, bedeutet wohl, dass uns etwas fehlt. Die Verborgenen haben die Schäden in der gesamten Wüste analysiert. In den umliegenden Gebieten gibt es starke Konzentrationen psychischer Energie. Eine ähnliche Konzentration fanden sie auch in der Thronwelt. Ich denke, genau die brauchen wir, um Savatuns Erinnerung vollends zu manifestieren. Bring Sagiras Hülle dorthin. Mal sehen, ob ich recht habe. Hoffentlich finden wir endlich ein paar Antworten. Okay, alles klar. Ikora erklärt, dass ein letzter Schritt nötig ist, um auf die Erinnerung von Sagiras Hülle zuzugreifen. Du musst eine Konzentration physischer Energie finden, die dir helfen wird, die Erinnerung zu manifestieren. Die Verborgenen haben einen solchen Ort in Savatuns Thronwelt ausfindig gemacht. Schließe die Mission der Spiegel in der Thronwelt ab. Dann machen wir das. Neue Mission verfügbar. Der Spiegel in der Thronwelt auf 1420. So, da sind wir in der Thronwelt. Und auf dem Weg dahin können wir doch, glaube ich, auch hier ein paar Gegner killen. Unser Maschinengewehr. Wenn wir ein paar Gegner finden. Ah, mal gucken. Da ist zum Beispiel es rot auf meinem Radar. Ich glaube, hier sind keine Gegner in der Nähe. Also von daher, rein da. Auf klassisch. Hüter, die psychische Energie, die meine Verborgenen entdeckt haben, konzentriert sich in diesem Bereich. Finde die Quelle und du kannst vielleicht mehr von Sagiras Hülle erfahren. Womöglich hat sie vor ihrem Tod entdeckt, wie Savatun das Licht des Reisenden gestohlen hat. Es muss hier einen Hinweis geben. Durchsuch das Gebiet. Ich habe deinem Geist die groben Positionsdaten übermittelt, aber leider habe ich keine genaueren Angaben. Ich orte pyramidenbedingte Interferenzen zwischen uns und den Koordinaten, die ich vorher geschickt habe. Es muss einen Weg geben, sie zu umgehen. Alles klar. Und wir sind im Miasma. Killen hier mit unserem Maschinengewehr die Gegner, die hier rumschwören. Muss ich gleich mal gucken, ob das auch zählt. Aber ich glaube mal schon. So. Das trägt zu den Störungen bei. Vielleicht können wir es zerstören. Karriere. Saisonal. Okay. Verdiente Lorbeeren. So, was wollen wir zerstören? Ah, das da oben. Ja. Das hat funktioniert. Aber ich empfange eine weitere Störquelle. Wir müssen sie finden. Okay. Dann suchen wir doch mal die weitere Störquelle. Ist ja Gott sei Dank markiert hier. Und mal gucken. Wir brauchen lila Muni. Damit wir das dann weitermachen können. Ah, warte. So. Ab rein da. Neues Ziel. Finde die psychische Konzentration. Okay. Beziehungsweise die physische, sagen sie ja. Hexenecho. Sieht sehr schön aus hier. Und da sind weitere Gegner. Jetzt ist unsere Muni leer, also von daher gehen wir hier weiter mit den anderen Knarren. Ich glaube, die müssen wir sogar noch hier einstimmen. Oh, da ist weitere Lila Muni, das ist sehr gut.
Da können wir auch wieder einen Weg aufdecken. Aber erstmal killen wir hier die ganzen Gegner. Ui, ein Primus in den Kram. Sehr nice. So, weiter drauf hier auf die. Und dann öffnen wir doch mal hier den Weg. Mal gucken. So, mit dem tiefen Blick, genau. Ah, das war das, glaube ich. Ich erinnere mich irgendwie an die Mission. Mit vielen verschiedenen Wegen. Ich glaube, das war die. Musste ich mich auch erstmal hier zurechtfinden. Wo es denn eigentlich hier so lang geht, überall. Denn hier gibt es tausende verschiedene Wege. Hier kommt man zum Beispiel nicht durch. Aber man sieht hier irgendwie, wo es lang geht. Nämlich hier. Hier geht es nämlich einmal durch. Du baust sie durch die Erinnerung wieder auf. Hoffentlich birgt Sagiras Hülle das gleiche Potenzial. Mit der richtigen Konzentration an psychischer Energie sollte sich eine resonante Erinnerung manifestieren, die mit ihrer Hülle verbunden ist. Aber das ist alles reine Theorie, denn es ist noch nie gemacht worden. Also sind wir sozusagen Versuchskaninchen. Na super. Aber es klappt ja einmal in frei. Zumindest, wenn ich weiß, wo der Weg lang geht. Wenn ich mich noch dran erinnere. So, zack, einmal finishen. Jetzt ist es wieder vorbei. Oh. Ah, von da hinten. Müssen wir natürlich auch erstmal platt machen. Beziehungsweise er verschwindet jetzt gerade. Das ist sehr gut. Okay. Wir müssen nochmal zurück hier. Oh, nicht runterfallen. Einmal wieder hier aktivieren. Okay, da geht's weiter hier, wo die ganzen Gegner sind. Da sind wir hier richtig. Neues Ziel, sehr gut. Meine Ulti ist auch da. Zacken zerstören. Na dann, zerstören wir doch mal den Zacken. Da hinten. Bevor wir hier weitergehen. Der ist zerstört. So, und jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht's hier weiter. Bis jetzt ist es noch leicht, hier den Weg zu finden. Das Sabaltun sich als Osiris ausgab. Wollte ich daran glauben, dass Sagira noch lebt. Irgendwo gefangen, wie er. Und dass wir auch sie befreien könnten, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Aber wenigstens haben wir sie gefunden. Sie kann uns ein letztes Mal helfen. Und dann bringen wir sie nach Hause. Jetzt wird es langsam hier unübersichtlich. Aber es ist gerade noch so okay. Zumindest wenn man weiß, wo es hier lang geht. Was ich hoffentlich noch weiß. Okay. Den haben wir. Und jetzt noch den zweiten Zacken. Erstmal zurück am besten. Beziehungsweise. Wo ist denn hier so ein Tiefenresonanzding? Ah, hier geht's lang. Oder? Nein. Da brauchen wir so einen tiefen Resonanz. Ah, cool. Bin ich jetzt... Nee. Wollte ich schon sagen, bin ich jetzt eingesperrt oder was? Das könnte ich ja nicht machen. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay, okay, okay. Wir müssen nur gucken, wo die Gegner sind. Und dann ist alles
Gut, dann ist alles okay. Jetzt mal warten, bis hier wieder so ein tiefen Blick auftaucht. Und dann können wir weiter hier aufdecken. Nämlich geht es hinten jetzt weiter. Und hier müsste auch noch ein zweiter Zacken sein. Damit wieder Munition bekommen, das ist sehr gut. Erstmal nachladen. Wie wir die jetzt hier wieder erledigen können. Der Zacken ist auch kaputt. Na, wo ist er denn? Versteckt sich hier. Okay. Jetzt geht's wieder zurück. Natürlich muss hier irgendwo eine Tiefenresonanz sein, da. Und jetzt müssen wir hier durch. Und dann halt hier nach hinten. Und dann geht's weiter auf den Weg. So. Kommt das jetzt? Ach, guck mal. Hier sind noch irgendwelche Spuren. Jetzt. Einmal hier lang. Das Gute ist, die Statue zeigt uns jetzt auch den Weg. Nämlich geht sie rechts rum. Und da sind wir weiter. Oh, hier gibt es ein paar. Hier gab es, glaube ich, 4 oder so. Ne, 3 gibt es hier. Hier gibt es 3 Zacken. Den erledigen wir auch. Nur noch ein Schuss. Oh. Erstmal hier die ganzen Gegner erledigen. Und dann machen wir die ganzen Zacken kaputt. Beziehungsweise man kann es ja jetzt schon so machen. So, da wird uns der Weg gezeigt. Hier ist die eine Zacke. Dann irgendwie hier oben drauf. War klopp eine. Oh, wenn man mal hier hochkommen würde. Irgendwo. Oder war das hier drauf? Ah. Da hinten. Da. Ah ne, hier brauchen wir noch 2. Da brauchen wir noch 2. Ich muss erstmal wieder suchen hier, wo das alles war. Aha! Hier geht's hoch. Das die 2. Und dann die 3 war ja auch irgendwo. Aber bloß wo? Irgendwo ist gut. Ah, hier! Hier geht's lang. Hier war die letzte. Gut, jetzt schnell wieder raus. Oh. Toll, ich... ich hing da drinnen gerade. So, kann mal bitte hier eins auftauchen? Hallo? Ich will hier wieder raus. Sehr gut, danke. Und hoch hier. Jawohl. So, einen Zacken zerstören, einen weiteren. Der ist hier. Und jetzt geht das hier auf. Weiter geht's. Ziel abgeschlossen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Ikora, ich glaube, wir haben es gefunden. Hier ist etwas. Findet eine Verbindungsstelle. Wir brauchen Antworten. Alles klar. Aber erstmal hier Munition auffüllen. Und gucken, wie viel habe ich denn? 68. Jetzt kommen gleich wieder schön viele Kills dazu.
Okay. Los geht's hier. Finde die psychische Konzentration. Aber erstmal hier die Gegner killen. Das ist der Boss sozusagen. Und seine kleinen Gegner hier drumherum werden natürlich hier auseinandergenommen von mir. So gut wie es geht. So. Natürlich ist hier der Wiedereinstieg eingeschränkt. Deswegen sollte ich auch ein bisschen vorsichtiger hier sein. Wir gehen einmal hier hoch. So, diesem weg. Gott sei Dank spiele ich das nicht auf legendär. Ich mache erstmal die anderen platt. Seine Lakaien, sage ich jetzt mal. Damit ich die Waffe so schnell wie es geht habe. Wenn ich der Waffe immer näher komme. Oh Gott. Da kann ich mein Licht auffüllen. Das ist sehr gut. Zumindest so ein bisschen. Kann ich da mein Licht auffüllen. So, zack, einmal wieder mit der Ulti drauf. Den machen wir down. Jetzt ruft er wieder gleich neue. Oh, das ist nur noch er. Ich glaube, es ist nur noch er. So, tun wir ihnen den Gefallen. Schweres Maschinengewehrgeschick. Und neues Ziel. Richte die Rune aus. Aber erstmal hier die ganzen Belohnungen einsammeln und alles. Schön viel Glimmer aufdecken. Diese verzerrten Symbole. Ich kann sie nicht richtig erkennen. Oh. So, ich glaube, wir müssen hier hoch irgendwie. Jawohl. Und dann geht's hier durch. Dann mal los hier. Durch den Spiegel. Was ist das für ein Ort? Ikora, wir wurden irgendwohin transportiert. Das hier sieht nicht so aus wie der Rest von Sabatuns Thronwelt. Ikora? Wir haben die Verbindung verloren, Hüter. Ich schätze, wir müssen allein reingehen. Ja, wir sind auf uns allein gestellt, Geist. Wir sind auf uns allein gestellt. Erinnerung ansehen. Dann schauen wir doch mal. Ich stehe vor einem Wesen mit tausend Namen. Es flüstert ein. Der Zeuge. Merk dir diesen Namen. Merk ihn dir gut. Es ist nicht die Dunkelheit, aber trägt sie wie einen Umhang, verleiht ihr eine bösartige Form. Ich weigere mich, ihm zu dienen. Ich verbringe Jahrhunderte damit, Pläne zu schmieden, Schlupflöcher zu finden. Und dann wähle ich meinen neuen Namen. Ein Mann mit vielen Feinden und wenig Freunden. Aber diese kennen Geheimnisse über das Licht, über Neuanfänge. Mein Plan nimmt Form an. Das stammt von Sagiras Hülle, wie ein psychischer Abdruck, eine Erinnerung, Savatuns Erinnerung. Und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass sie Ikoras Beziehung zu Osiris genutzt hat, um etwas über das Licht zu erfahren? Etwas Gefährliches. Hey, hey, seid ihr da? Wir sind hier, Finch. Oh, sehr, sehr gut. Ich habe versucht, euch zu erreichen. Ich kam nicht durch. Hört mal, ich habe noch einen Tipp für euch. Euren nächsten Hinweis. Also, wir sollten uns treffen. Keine Zeit zu verlieren. Alles klar, Finch, wir treffen uns. Und ja, unser Geist hat recht gehabt. Deswegen hat Savatun die Gestalt von Osiris angenommen. Damit sie uns allen sehr nahe stehen kann.
Ikora, Zavala und wie wir hier alle heißen. Und hier ist ein sehr, sehr starker Gegner. Lichtträgerritter. Oh Gott, hier sind... Uiuiuiuiuiuiuiui. Hier sind zwei. Okay. Weg hier. Schnell zu Finch. Gut, dann hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat. Wow, 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 wow. Hast du das gesehen? Eine Erinnerung? Na also, ich wusste, Sagiras Hülle würde uns den Weg weisen. Ich wusste es. Okay, hör mir genau zu. Schon von Oryx gehört? Dem König der Besessenen? Savathuns Bruder? Dachte ich mir. Ihm ist ein Tempel von Savathun geweiht. Ich weiß, du denkst, ja und? Richtig? Aber Sagiras Hülle wurde in einem Tempel gefunden, der ihrer Schwester Xibo geweiht war. Überleg mal, was Oryx Tempel bereithalten könnte. Okay, und wie kommen wir da rein? Nun, darum kümmere ich mich. Alles klar, Finch ist froh über deine Fortschritte und gibt dir einen weiteren Hinweis. In der Thronwelt gibt es ein verborgenes Monument zu Ehren von Savathuns Bruder Oryx. Finch glaubt, dass man dort mehr darüber erfahren könnte, wie Savathun das Licht erlangt hat. Schließe den Strike die Lichtklinge in der Thronwelt ab. Na gut, dann schließen wir dann im nächsten Part den Strike die Lichtklinge ab. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben im nächsten Part. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part hier gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.